Eine in der Recknitz bei Tessin versunkene Kuh hat am Mittwoch einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Am Ende konnte sie zwar erschöpft, aber wohlbehalten gerettet werden. Wie es hieß, hatte sich eine größere Kuhherde von einer Weide in der Nähe von Emkendorf zunächst entfernt. Eines der Tiere kam zu nah an die Recknitz und stürzte in den Fluss. Der Landwirt verständigte die Feuerwehr. Nachdem die Telgoer Kameraden den Unglücksort ausfindig machen konnten, sollte eigentlich die Rettung der Kuh beginnen. Doch das stellte sich gar nicht so einfach dar, denn ein zweites Tier, eine Beschützerkuh, hatte sich neben der Verunglückten eingefunden und ließ zunächst niemanden heran. Während die Unglückskuh nur noch mit dem Hals aus der Recknitz guckte, mussten die Feuerwehrleute die andere vertreiben. Dann konnte die eigentliche Rettung beginnen. Man entschied sich, zusammen mit einem Landwirt und der Hilfe eines Traktors die Aktion anzugehen. So wurde der Strick an dem Traktor befestigt, das andere Ende um den Kuhkopf. So gelang es vorsichtig, das schwere Tier aus dem Fluss zu ziehen. Völlig erschöpft blieb die Kuh danach erst einmal auf der Weide liegen. Mit einer Decke wurde sie noch liebevoll abgedeckt. Für die Telgoer Feuerwehr war der ungewöhnlichste Einsatz des Jahres damit beendet.